Hi ihr, nach langer Zeit kommt endlich ein neues Video von mir. Und meine Brille spiegelt ein bisschen, deswegen nehme ich sie jetzt ab. Ich bin komplett ungeschminkt und habe höchstens so ein bisschen Mascara drauf. Ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Ja, ich war jetzt wirklich lange abwesend und ich habe so oft versucht, ein neues Video anzufangen oder ein neues Video zu drehen zumindest. Und mir ist grundsätzlich was dazwischen gekommen. Entweder musste ich kurz wieder weg oder es war halt einfach der Tag für den Arsch und Entschuldigung, soll man zwar nicht sagen, aber es ist so. Ich hoffe zudem, dass euch das mit dem Wind nicht stört, denn ich habe mein Fenster auf Kipp, denn es ist schön und wie man auch gerade sieht, die Sonne scheint hier rein. Ich werde jetzt gerade voll. Nein, die Farbdingsbums gefällt mir sogar ganz gut. Ja, nicht wundern, ich drehe mit meinem Laptop immer die Videos. Also wenn ich aus Versehen nicht in die Kamera gucke oder grundsätzlich nicht in die Kamera gucke, tut es mir sehr, sehr leid. Denn ich bin immer noch am Prökeln, wie ich das mit meiner Spiegelreflexkamera am besten mache. Und ja. Mein Video dreht sich heute um die aktuelle Glossy Box. Ich muss dazu sagen, ich habe schon ein Produkt irgendwie verschwinden lassen. Das habe ich irgendwie verlegt. Aber ich zeige es euch trotzdem im Glossy Magazine. Nicht wundern, hier ist schon alles. Naja, ich habe die halt noch einmal zusammengepackt. Zum Design. Das Design gefällt mir von der Vive La France, heißt die Edition. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sehr, sehr gut. Mit hier an der Seite überall diese kleinen Motive lang. Und unten ist halt das zu sehen. Ich finde diese bedruckten Boxen, also nicht die rosanen, viel, viel schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die hebe ich auch grundsätzlich auf. Ich verschenke meistens die rosanen Boxen. Und ich finde grundsätzlich irgendwelches Zeug, was ich drin aufbewahren kann. Jetzt kommen wir aber zurück zur Box. hier haben wir schon das Glossy Magazine. Sieht halt genauso cool aus, finde ich, mit demselben, ja, mit derselben Figur halt, wie auch auf der Box zu sehen ist. Ich finde eins an diesem Glossy Magazine total störend und total bescheuert, muss ich dazu sagen, dass wirklich mittlerweile alle Produkte in diesem Heft enthalten sind, die halt auch in den anderen Boxen drin sind. Das stört mich ein bisschen und ja, aber ansonsten ist halt Glossy Box geblieben. Und ja, wir fangen jetzt am besten mal mit dem Produkt. Zu dem Produkt, was ich verschwinden lassen habe, das ist nämlich gleich das erste im Heft. Das ist das Avène Thermalwasserspray. Ja, muss ich denke ich nicht zu viel zu sagen. Kann man sich ins Gesicht sprühen zur Abkühlung oder es war halt damals auch zum Make-up fixieren, steht hier auch wieder drin. Das war nämlich schon mal vor einer geraumen Zeit in der Box enthalten. Und da fand ich das schon total toll. Aus 20 cm steht hier gerade gesehen. Das Produkt kostet 2,95, 50 Milliliter enthalten, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und so sieht's aus. Und hier neben ist halt beschrieben, wie man es verwenden kann oder benutzen kann, sollte, wie auch immer. Ja, das Produkt fand ich damals schon halt extrem cool und es ist auch toll, dass es wieder drin ist, aber es hätte ruhig in einer anderen Zeitspanne wieder drin sein können. Aber nicht weiter schlimm. So, dann kommen wir zum zweiten Produkt aus meiner Box. Das ist von Manna Kadar. Cosmetics steht hier noch im Heft. Ein Lash Primer. Das sind halt hier diese weißen Mascara. Und schluckt hier viel raus. 4 Gramm sind enthalten in dem Produkt und das ist original. So genau. So, dann auch ein Originalprodukt, wollte ich sagen. Und kostet 21,30 €. Ich lese mal vor, was hier zur Anwendung steht. Über Nacht als Kur auftragen. Der Lash Primer ist auch tagsüber als Basis unter der Mascara anwendbar und verstärkt ihren jeweiligen Effekt. Dadurch, dass ich keine Brille mehr aufhabe, nicht wundern, wenn ich mich verlese oder manchmal ein bisschen länger brauche. Ja, ganz okay, dass sowas drin ist. Es soll als Kur, denke ich, damit die Wimpern wieder länger werden. Ja, sein. Und ich hatte vor 1, 2 Monaten oder 3 schon ein Produkt drin zum Wimpern verlängern und davor irgendwann auch schon mal. Und
Ich habe bis jetzt noch keins verwendet. Tagsüber unter einer Mascara, die die Wimper nicht optimal verlängert, finde ich das, denke ich, ganz cool. Und werde ich dann definitiv auch mal ausprobieren. Aber nachkaufen werde ich es mir höchstwahrscheinlich nicht. Weil, warum? Ich wüsste auch gar nicht wo und ich denke, es gibt in Deutschland auch genug andere Produkte, die, denke ich, dann genauso funktionieren. So, das nächste Produkt ist von einer Marke, wo ich den Namen sehr lustig finde. Noxidoxi heißt die Marke. Es ist eine Serum-Base. Ja. Magnifant steht noch hinter. Ja, hier sind 25 Milliliter enthalten. Das ist sogar ein Produkt aus Frankreich. Cool. Habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Das Originalprodukt hätte 30 Milliliter und würde 39,90 € kosten. Also kostet das hier trotzdem ungefähr 30 Euro oder ein bisschen runter halt. Anwendung morgens und abends unter der Gesichtscreme auftragen, dafür ein wenig Serum auf die Fingerspitzen geben, auf die T-Zone plus Augenpartie tupfen und im gesamten Gesicht verblenden bzw. einmassieren. Finde ich ganz cool und okay. Ich werde es mal testen. Ach, guckt mal. Das hat hier oben so ein Klubschi. Ich nenne die Dinger auch Klubschi meistens. Tut mir leid. Ja. Das ist schon das zu dem Produkt. Das nächste Produkt denke ich mir, okay, hätte nicht unbedingt sein müssen in der Box. Von L'Oréal Paris Elvital Sun Defense schützendes Sommershampoo. Auf einer Seite finde ich es cool, aber auf der anderen Seite wirklich nicht, weil man kann sich das ja auch einfach im Laden kaufen. Das ist nämlich wieder ein Originalprodukt mit 250 Milliliter und kostet 2,99 €. Limited Edition steht halt auch drauf. Und zur Anwendung brauche ich, denke ich, nichts sagen. Jeder von uns weiß, wie ein Shampoo funktioniert und mein Auge juckt. So. Ja. Hätte also nicht unbedingt sein müssen. Da hätte ich mir halt dann doch irgendein anderes, vielleicht ein Shampoo oder so oder eine Creme aus Frankreich gewünscht und anstatt halt ein Shampoo, das ich wirklich auch in Deutschland bekommen kann. So, das nächste Produkt, das in jeder Box auch enthalten ist, ich bleib hier Box, ist von Dolly Pops Make-up ein Lip Balm. Das erste, was mir aufgefallen ist, wo ich meine Glossy Box geöffnet habe, ist, die riecht total süß nach Lollipops. Und das lag wirklich nur an diesem Produkt. Es ist nicht ausgelaufen oder so. Aber die ganze Box hat danach gerochen. Hat mich nicht gestört, aber vielleicht stört es einige, aber mich nicht. Auf jeden Fall ist das auch wieder ein Originalprodukt mit 10 Milliliter und enthalten sind 4 Euro. Was? Originalprodukt mit 10 Milliliter und das kostet 4,95 €. Meine Güte, was ist heute los mit mir? Ja, auf jeden Fall finde ich die Verpackung schon total süß mit diesem Rosa und Weiß und überall sind halt so kleine Lollipops und ah, einfach süß. Und ich habe das schon verwendet. Und es pflegt die Lippen echt gut. Das Schöne ist, wenn man das auf den Lippen aufträgt, man schmeckt gar nicht, dass es nach Lollipop riechen schmecken soll, sondern schmecken soll. Man riecht es nur. So. Dann ist noch ein Produkt drin. Ich glaube, das war als Goodie gedacht, denn ich habe es nirgendwo in dieser Box gefunden. Wo ich mir aber auch gedacht habe, okay, das hätten sie bei mir getrost rauslassen können. Ein Selbstbräunertuch. Ich bin kein Freund von Selbstbräuner. Ich habe sie früher mal verwendet und ich konnte die noch so gut auftragen oder was weiß ich. Die waren grundsätzlich bei mir immer fleckig. Aus dem Grund werde ich im Freundeskreis mal rumfragen, wer dieses Tuch haben möchte oder ansonsten versauert es in der Schublade oder es wird halt dementsprechend entsorgt. Oder halt auf diversen Facebook-Seiten mal gefragt, ob das irgendjemand haben möchte. Das war's jetzt mit meinem Video und ich hoffe, es hat euch doch irgendwie gefallen. Sonne kommt gerade wieder. Und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao.